Willkommen bei Norman Investigativ. Wem das Intro bekannt vorkommt, es ist angelehnt an die Netflix-Serie Stranger Things, bei der es um merkwürdige Dinge geht, die sich in einer Kleinstadt nach geheimen Experimenten auf einer nahegelegenen Militärbasis ereignen. Die Serie soll auf wahren Begebenheiten beruhen und sich auf das Montauk-Projekt beziehen, das bis in die 80er Jahre an technologischen Methoden zur Gedankenübertragung und Zeitreisen geforscht haben will, wobei auch paranormale Phänomene aufgetreten sein sollen, wie bei Stranger Things. Da ich ein großer Fan dieser Serie bin, habe ich mir das Montauk-Projekt mal etwas genauer angeschaut. Das hier ist der Camp Hero State Park mit der stillgelegten Militäranlage aus dem Zweiten Weltkrieg, wie wir es auf Google Maps in 3D bewundern können. Auf dieser Anlage sollen bis in die 80er Jahre geheime Experimente stattgefunden haben, bei denen es um Bewusstseinskontrolle ging, um Gedankenübertragung, Teleportation und Zeitreisen. Die Serie Stranger Things soll auf diese Experimente basieren und ursprünglich auch in der Nähe dieser Station verfilmt werden. Seinen Namen verdankt das Projekt dem nahegelegenen Dorf Montauk, welches auf der Halbinsel Long Island liegt, direkt vor den Toren New Yorks. Das Camp Hero wurde im Jahre 1942 als Montauk Air Force Station in Betrieb genommen und diente der Küstenverteidigung New Yorks, um eine mögliche Invasion der Sowjets vom Meer aus zu verhindern. Dafür wurden bis zu 16 solcher Verteidigungsanlagen rund um die Station verteilt. Damals existierte diese Hochleistungsradaranlage noch nicht. Sie kam erst 1960 hinzu. 1969 wurde die Station geschlossen und unter ziviler Verwaltung dem Staat New York übertragen, heißt es. Gerüchte, dass die Anlage anschließend geheimen Experimenten diente, gehören in das Reich der Verschwörungstheorien, heißt es weiter und immer wieder von offizieller Seite. Die Stadt oder der Staat New York würden sowas niemals tun, geschweige denn sich erlauben. Eine Stadt wie New York würde sich sowas niemals erlauben, sich also an geheimen Experimenten beteiligen und dabei auch noch das Leben und die Gesundheit seiner Bürger aufs Spiel setzen. Sowas tun Städte und Gemeinden nicht, und wenn doch, könnte man das in so einer Millionenmetropole wie New York doch niemals geheim halten. Oder doch? Die Atombombe. Entwickelt haben es die Amerikaner unter dem Tarnnamen Manhattan-Projekt. Doch was hat das Manhattan-Projekt mit dem Montauk-Projekt zu tun? Dazu ein kleiner Trip nach New York, Manhattan. Hier unten rechts haben wir die Brooklyn Bridge. Da zoomen wir uns mal kurz rein. Die Brooklyn Bridge endet an einer kleinen grünen Fläche, die sich City Hall Park nennt. Am Rande dieser grünen Fläche, hier an der 270. Broadway, befindet sich dieses unscheinbare Gebäude, das im Jahre 1942 die Büros der US Army Corps of Engineers beherbergte. Die Corps of Engineers sind in den USA für den Bau und die Verwaltung von Militäranlagen zuständig. Zu
Zum Beispiel haben sie im Jahre 1811 diese sternförmige Festung gebaut, um New York gegen die Briten zu sichern, worauf später die Freiheitsstatue errichtet wurde. Die Corps of Engineers haben für die Apollo-Mondmissionen auch das Kennedy Space Center konstruiert. Sie bauten die sagenumwobene Area 51, nahe der Position, wo die Amerikaner ihre Kernwaffen testeten. Das alles begann hier in New York, wo sich die Army Corps of Engineers im Jahre 1942 als Tarnorganisation für die Entwicklung der Atombombe anboten. Und genau hier in der 18. Etage fanden die geheimen Gespräche statt, wo dem Vorhaben auch die Bezeichnung Manhattan-Projekt verliehen wurde. Und dann ging es los. Nur 3 Blocks weiter im Woolworth Building wurden mitten in der Stadt Kernwaffenlabore eingerichtet, um Uran anzureichern, ohne dass es irgendein New Yorker Bürger mitbekam. Dafür wurden die Stockwerke 11, 12 und 14 in geheime Laboratorien umgewandelt. Tonnenweise Uran für die Anreicherung und Tests befand sich auch an der 20. West nahe dem Pier 60 in den Baker und Williams Lagerhäusern. Das benötigte Uranerz wurde damals heimlich aus dem Kongo herbeigeschifft und an der Bayonne Bridge abgeladen und versteckt. Wem diese Brücke bekannt vorkommt, genau hier starteten die Aliens in dem Film Krieg der Welten ihren Angriff. Gegen einen kommunistischen oder deutschen Angriff New Yorks und als Militärbasis für das Manhattan-Projekt bauten die Army Corps of Engineers den damaligen Flushing Airport zu ihrem Hauptquartier um. Und zur gleichen Zeit und als Vorposten und zum Schutz der Entwicklung der Kernwaffentechnologie in New York wurde von denselben Leuten auch die Montauk Air Force Station gebaut, in der später die Montauk-Experimente stattfanden. Das Manhattan-Projekt und die Montauk-Militärstation wurden im selben Jahr von denselben Leuten ins Leben gerufen. Montauk diente damals als Vorposten zum Schutze New Yorks und seiner geheimen Experimente zum Bau der Atombombe. Diese Station war also schon mal Teil streng geheimer Programme in den 40ern, womit an den Verschwörungstheorien in den 80ern schon was dran sein könnte. Da ist nichts dran, heißt es offiziell wie hier auf Wikipedia, wo das Montauk-Projekt gleich im ersten Satz als Verschwörungstheorie abgetan wird. Außerdem sei die Station seit 1969 geschlossen, meinen diese 20 Experten und Autoren des deutschen Wikipedia-Artikels. Das sieht der englische Eintrag etwas anders. Dort lesen wir, dass die Anlage zumindest bis 1981 in Betrieb war. Davon zeugt auch dieser Artikel, in dem die Schließung zum 31. Januar 1981 erwähnt wird. Doch das betraf nur die Radaranlage. Militärisch ging der Betrieb noch einige Jahre weiter, und zwar als Relaisstation, bis auch diese 1984 vom Netz genommen wurde. Dass die offizielle Übergabe an New York tatsächlich erst im Jahre 1984 erfolgte, können wir unter anderem diesem Dokument des US-Innenministeriums entnehmen.
Damit ergibt sich folgende Timeline für die Montauk-Basis. Die Station war von 1942 bis 1984 militärisch aktiv. Die Montauk-Experimente werden zwischen den Jahren 1963 bis 1983 angegeben, womit sie in das Zeitfenster militärischer Aktivität fallen und dem geheimen Projekt Plausibilität verleihen. Zwischen 1981 und 1984 stand sogar die Radaranlage zur freien Verfügung, weil es von der Luftraumüberwachung nicht mehr benötigt wurde. Von 1981 bis 1984 haben wir ein Zeitfenster von 3 Jahren, in dem das Radar von der Luftraumüberwachung getrennt, die Anlage aber noch nicht dem Staat New York übertragen wurde. Die Basis stand nach wie vor unter militärischer Kontrolle, doch wo zur gleichen Zeit andere Radarstationen diesen Typs ebenfalls abgeschalten und komplett demontiert wurden, wie hier die Fortuna Air Force Station, ließ man die Montauk-Anlage stehen. Warum? Für die besagten Experimente? Der Mythos setzt genau hier an. Der Mythos beginnt mit diesem Buch, von dem auch eine kostenlose Version existiert, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Darin kann man nochmal alles in Ruhe und auf Deutsch nachlesen. Die relevanten Informationen beginnen erst auf Seite 66 mit Luftwaffentechnikern aus den 60ern, die als Radarexperten nach Montauk eingeflogen werden, um sich an geheimen Experimenten an der stillgelegten Anlage zu beteiligen. Den Verantwortlichen fiel nämlich auf, dass der Betrieb der Radaranlage zu Stimmungsschwankungen unter den Mitarbeitern führte, die es näher zu untersuchen galt. Dazu wurde in einem benachbarten Gebäude ein Versuchsstand aufgebaut und dieser starken Radarwellen ausgesetzt. In diesem Versuchsstand saß eine Person auf einem Stuhl, ähnlich dem hier aus dem Film Total Recall. Dieses Testgebäude solle sich in rund 90 bis 100 Metern Entfernung westlich zum Radargebäude befunden haben, so steht es im Buch geschrieben. Schauen wir jedoch auf Google Earth, so finden wir in der besagten Entfernung kein Gebäude, das der Beschreibung entsprechen würde. Dabei müsste ungefähr hier, 100 Meter westlich vom Radar, etwas zu sehen sein, zumindest eine Ruine, doch im gesamten Umkreis finden wir nichts außer Vegetation. Zum Glück bietet Google Earth eine Timelapse, also eine Zeitverlauffunktion, worüber man historisches Bildmaterial einblenden kann. Wir rufen die Zeitskala hier auf, gehen einige Jahre zurück und voilà, was haben wir da? Die Reste eines Gebäudes mit einer kreisförmig isolierten Innenkammer. Sind das schon die Ruinen der besagten Testumgebung? Nochmal zurück zum Experiment, zu dem es heißt, dass die Testperson in einer isolierten Kammer unterschiedlichen Radarfrequenzen und Impulsen ausgesetzt wurde, um seine Reaktion darauf zu testen. Das Problem? Viele der damaligen Radaranlagen waren nur auf eine Frequenz kalibriert und konnten keine große Bandbreite an Funksignalen verarbeiten. Und die Montauk-Anlage? Vor Ort finden wir dieses Schild, worauf geschrieben steht, dass Montauk die einzig erhaltene letzte und größte Radaranlage seiner Art ist, die auf einer Frequenz-Diversity-Technologie basiert. Es also um ein Mehrfrequenzradar handelt, was der Montauk-Legende erneut Plausibilität verleiht.
Mit dieser Radaranlage waren die beschriebenen Experimente tatsächlich möglich. Das Gerät konnte nicht nur auf unterschiedlichen Frequenzen senden, sondern auf einer Trägerwelle auch weitere Schwingungen aufmodulieren. Und auf alten Satellitenaufnahmen finden wir die Reste eines Gebäudes, in der richtigen Position zur Radaranlage und mit einem Innenbau, der der Isolationskammer entsprechen könnte. Die Indizien häufen sich und sprechen für das Montauk-Projekt. Doch was genau ist nun vorgefallen, dass die Experimente abgebrochen oder verlagert wurden und bis heute verschwiegen werden? In X-Men Erste Entscheidung wird diese Anlage vorgestellt, die das menschliche Gehirn an die Radartechnologie koppelt und dem Benutzer so ungeahnte telepathische Fähigkeiten verleiht. Diese Szene spielt in den 60ern und ist als Idee dem Montauk-Projekt angelehnt, welches sich so oder so ähnlich auf der Station ereignet haben soll. Die Montauk-Experimente kann man in drei Phasen unterteilen. In der ersten Phase wurde nur bestrahlt. Dabei befand sich die Testperson in einem Gebäude, darin in einer Isolationskammer und wurde unterschiedlichen Radarstrahlen ausgesetzt. Je nach Intensität, Puls oder Frequenz der Strahlung konnten Gemütszustände wie Lachen, Weinen, Wut oder Ärger hervorgerufen werden. Es wird auch berichtet, dass bestimmte Radarimpulse Schläfrigkeit verursachten. In der zweiten Phase ging es um Telepathie, so ähnlich wie bei X-Men, jedoch wird die Technologie im Buch etwas anders dargestellt. Hier sitzt die Testperson nach wie vor auf einem Stuhl, ist jedoch von einer pyramidenförmigen Konstruktion umgeben, die aus Spulen oder Antennen bestehen soll. Über diese Konstruktion sei es möglich gewesen, die feinen elektromagnetischen Felder eines Menschen zu erfassen und zu verstärken. Man habe festgestellt, dass sich diese Felder oder die Aura eines Menschen je nach Gemütszustand oder Gedanken verändern. Diese Körper- oder Gedankenwellen wurden eingehend studiert und aufgezeichnet. Später wurden diese Aufzeichnungen verstärkt und in die Radarsignale mit aufmoduliert, um zu schauen, ob man auf diesem Wege Menschen per Gedankenfernübertragung beeinflussen und manipulieren kann. Und tatsächlich soll es so funktioniert haben. Telepathie und Gedankenkontrolle über Funkwellen sei möglich. Und damit kommen wir zu Phase 3 und zum Höhepunkt der Experimente. In dieser Phase soll sich die Testperson auf der Spitze einer oktaederförmigen Konstruktion befunden haben, die ihm als Antenne und Feldverstärker für seine Gedanken diente. Er saß also nicht mehr innerhalb, sondern außerhalb so einer Struktur. Diese Antennenanlage war riesig und lag unterirdisch verborgen. Diese Konstruktion solle Folgendes bewirkt haben. Nachdem die Antenne aktiviert wurde, bildete sich ein Kraftfeld um die Station, die auf Gedanken und mentale Prozesse reagiert haben soll. Die in diesem Kraftfeld eingeschlossene Realität habe sich daraufhin mit dem Bewusstsein des Probanden überlagert, was zu unglaublichen Phänomenen führte. Es heißt, sobald sich der Proband auf irgendeinen Gegenstand oder Objekt konzentrierte, materialisierte sich dieser innerhalb des Kraftfeldes aus dem Nichts. Zum Beispiel ein Auto, ein Baum. Ja, sogar ganze Bauwerke ließen sich so rein aus Gedankenkraft in den Raum projizieren. Was hier eben beschrieben wurde, ist, dass der Geist über die Materie herrscht und dass unsere Realität alleine durch die Macht unserer Gedanken manipuliert werden kann.
Okay, dafür sei zwar noch diese riesige Antenne notwendig, aber diese Hürde hätten wir seit den 80ern längst überwunden, dank der Unterstützung außerirdischer Freunde. Und diese Außerirdischen halfen uns auch noch dabei, über diese Konstruktion durch die Zeit zu reisen. Zeitreisen. Darauf seien die Amerikaner bereits im Zweiten Weltkrieg gestoßen, als sie den Versuch unternahmen, ein Kriegsschiff mittels Kraftfelder und Radarstrahlen unsichtbar zu machen. Diese beiden Matrosen, die beim Experiment über Bord sprangen, sollen über einen Zeitstrudel bis in die 80er Jahre direkt auf die Montauk-Station gezogen worden sein. Das Montauk-Projekt war eine Fortsetzung des Philadelphia-Experimentes und beide Ereignisse hatten sich über eine Zeitschleife irgendwie überlagert. Nachdem diese Rückkopplung geschlossen, die Störungen behoben und die Forscher genug Erfahrungswerte und Daten gesammelt hatten, wagten sie weitere Experimente, um das Wesen der Zeit näher zu ergründen. Die Technologie, die das ermöglichte, war diese Delta-T-Antenne, die sich nach wie vor unterhalb der Radarstation befand und neben telekinetischen Effekten auch temporale Anomalien hervorrief. Bei der Entwicklung dieser Technologie hätten Außerirdische aus dem Sirius- und Orion-System mitgewirkt, heißt es. Besonders die aus dem Orion-System hätten wesentlich dazu beigetragen, über diese Anlage Zeitportale zu öffnen. Das erste Ziel einer jeden Zeitreise war das Jahr 6037. Dort wurde man zu den Ruinen einer untergegangenen Zivilisation geschickt, auf deren zentralen Platz sich ein goldenes Pferd mit dem Schwanz eines Skorpions befand. Der Skorpionsschwanz wies auf einen Abwehrmechanismus hin, sollte man der Skulptur zu nahe treten. Dieses Pferd stand auf dem Podest einer unfertigen Pyramide. Die Zeitreisenden sollten versuchen, die Inschriften zu entschlüsseln, die sich am Kopf des Pferdes befanden, aber auch unten am Podest. Es wird vermutet, dass es sich bei diesem Pferd um eine Zeitkapsel handelt, in der fortschrittliche Technologie verborgen liegt, die sich eines Tages über einen Timer hier am Bauch offenbaren wird. Dieses Pferd ist einer der Schlüsselelemente beim Montauk-Projekt, auf das der Autor leider nur wenig eingeht. Nur so viel, dass bevorzugt Kinder durch das Portal zu dieser Struktur geschickt wurden, weil ein verborgener Abwehrmechanismus Erwachsene davon abhielt und in den Wahn trieb. Interessant ist auch der Timer am Pferd, der auf 8 Uhr steht. Die 8 könnte auf die 80er Jahre hinweisen, dann wäre, wenn der Zeiger die 12 erreicht, das Jahr 2020 gemeint sein. Ein Jahr, in dem sich die Zeitkapsel öffnen wird. An dieser Stelle mache ich jetzt Schluss, obwohl es noch viel zu erzählen gibt über das Montauk-Projekt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Und Neulinge, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns.